Den folgenden Beitrag widmet Ihnen Alpjagd, der Spezialist für Jagd- und Outdoor-Bekleidung und Zubehör. Besuchen Sie Alpjagd im Geschäft in Altheim oder im Internet unter www.alp-jagd.at. Am Sonntag vor dem Marienfeiertag findet im Schacherwald im Naturraum Moosbachtal die Eustachiusmesse statt. Also wir, die Jägerschaft Moosbach, hat die Eustachiusmesse heuer zum 16. Mal organisiert. Der Eustachius ist nicht ganz so bekannt als Schutzpatron oder Schutzheiliger von die Jäger. Ist ein Heiliger von 4. Jahrhundert. Kann man so sagen, auch eine Legende, ein Heide, ein Mensch ohne Glaube auf Jesus, hat plötzlich gesehen, ein Hirsch mit Kreuz, mit einem leuchtenden Kreuz, und seit der Zeit, er war gläubig, so gläubig auf Jesus, dass er hat bei Diokletian, bei dieser Verfolgung, Christenverfolgung, hat sein Leben gegeben für Glaube. Aber ganz genaue Fakten wissen wir nicht. Gloria, Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe. Also ich kann ganz ehrlich sagen, diese Messe ist im kirchlichen Geschehen unserer Gemeinde ein kleiner Höhepunkt. Es gibt viele Höhepunkte, zum Beispiel Weihnachten, Ostern oder auch das Erntedankfest. Aber diese Messe ist irgendwo eine ungezwungene Messe und es stellt irgendwo eine Beziehung wirklich zur Natur und für gläubige Menschen auch natürlich eine Beziehung zu Gott dar. Auf den Schacherwald sind wir deswegen gekommen. Wir haben vor eben 16 Jahren das Eustachiusmatterl da gesehen. Wir von der Jägerschaft haben gesehen, dass das eine gute Gelegenheit wäre, dass wir Öffentlichkeitsarbeit, positive Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinden Moosbach und Weng machen und haben sie seit dem Jahr 2004 um das Thema Eustachiusmatterl kümmert und seitdem organisieren wir eben da die Eustachiusmesse. Und nach der Messe gibt es traditionell Wildspezialitäten aus dem Naturraum Moosbachtal.